Bevor ich mit Ihnen über den anstehenden NATO-Gipfel spreche, Sie waren ja mal ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, möchte ich mit Ihnen darüber reden, was am Wochenende in Russland genau passiert ist. Herr Kujat, was hat dieser Putschversuch durch die Wagner-Truppe jetzt genau für die Ukraine zu bedeuten? Also ich bezeichne das nicht als einen Putschversuch. Es handelt sich aus meiner Sicht um eine Meuterei. Also all diese Einordnungen, die am Wochenende gemacht wurden, es geht auf ein veritabler Bürgerkrieg erwartet uns oder es ist ein Putsch. Es ist für mich eine Meuterei, die auch nicht gegen Putin gerichtet war, sondern gegen den Verteidigungsminister und gegen den Generalstabschef. Das muss man, glaube ich, vorweg sagen. So, und was die Auswirkungen für die Operation oder für den Krieg in der Ukraine sind, ich halte die für sehr, sehr gering, wenn überhaupt welche da sind. Also es wird ja auch spekuliert, dass es Einfluss auf die Moral der russischen Soldaten in der Ukraine hätte. Das kann gut sein. Es gibt sicherlich auch gerade in den mittleren Rängen der Streitkräfte Vorbehalte gegen diesen Krieg. Aber unmittelbare Auswirkungen auf die Kampfhandlungen an der Front hat das nach meiner Auffassung nicht. Der britische Ex-General Dennett, der hat aber davor gewarnt, dass falls Prigozhin ins Exil nach Belarus geht und ihm einige Söldner folgen sollten, dass dadurch auch eine neue Bedrohung für die Ukraine entstehen könnte. Also wie gefährdet ist die Ukraine an dieser Flanke durch die Wagner-Kämpfer? Überhaupt nicht. Man muss ja sehen, Prigozhin wird nicht aus eigenem Antrieb die Ukraine angreifen von Belarus aus. Und Lukaschenko wird das auch nicht besonders gut finden, sondern er würde das ja nur tun im Rahmen des russischen Krieges. Und da sehe ich, ist das Tischtuch zwischen Putin und Prigozhin zerschnitten. Selbst wenn wir unterstellen würden, was ich für absurd halte, aber nehmen wir mal an, wir unterstellen das, dass es dort sozusagen eine Vereinbarung zwischen der russischen Führung und Prigozhin gibt, von dort aus, von Weißrussland, einen Angriff zu starten, dann ist die Frage, reichen die Kräfte überhaupt aus dafür? Es wäre ja allenfalls möglich, sozusagen einen erneuten Versuch zu unternehmen, Kiew einzunehmen. Das war ja auch die ursprüngliche Absicht Russlands, dann die ukrainische Regierung abzusetzen und eine russlandfreundliche Regierung einzusetzen. Aber selbst dazu wird Prigozhin mit seinen Männern überhaupt nicht in der Lage sein. Russland hat das versucht mit etwa 170.000 Mann am Anfang des Krieges und es ist nicht gelungen. Wovon gehen Sie denn aus? Welche Rolle die Wagner-Kämpfer in diesem Krieg in der Ukraine jetzt noch spielen? Also zunächst mal ist es ja so, dass ein Teil der Wagner-Söldner ja, wenn sie sich keiner Verbrechen schuldig gemacht haben, die Möglichkeit haben, in die russischen Streitkräfte einzutreten. Da ist ein Erlass herausgekommen. Das muss bis zum 1.7. geschehen. Ich denke, das werden auch einige tun. Das Zweite ist, die Zahlen, die Prigozhin genannt hat, er hätte noch 25.000 Kämpfer unter seinem Kommando, halte ich für überzogen. Also es sind wahrscheinlich deutlich weniger. Also die Frage, ob er überhaupt eine Rolle noch in diesem Krieg spielen wird, hängt natürlich dann nicht nur von der Kampfkraft seiner Männer ab, sondern es hängt natürlich auch davon ab, ob die russische Führung, und also nicht nur Putin, und wenn ich russische Führung sage, dann meine ich eben auch den Verteidigungsminister Shoigu und den Generalstabschef, ob die russische Führung überhaupt daran interessiert ist, unter den derzeitigen Umständen, diese Wagner-Söldner noch einmal einzusetzen in diesem Krieg. Ich halte das für sehr, sehr unwahrscheinlich. Dazu ist der Bruch, der an diesem Wochenende erfolgt ist, viel zu tiefgehend. Inwiefern war das denn eine Erosion von Putins Machtapparat? Ich denke, dass Putin zwei Fehler gemacht hat.
Der erste Fehler, den er gemacht hat, ist der, dass er nicht frühzeitig eingegriffen hat in diese Auseinandersetzung, in diese offen geführten Auseinandersetzung zwischen Prigozhin und Shoigu insbesondere. Aber er hat das möglicherweise auch deshalb nicht getan, weil er selbst nicht sehr zufrieden war mit dem, was Shoigu geleistet hat, wie er geführt hat und welche Maßnahmen er ergriffen hat. Also er hat das einfach köcheln lassen, bis es zu spät war. Der zweite Fehler, den er gemacht hat, ist der, dass er in seiner Ansprache einen direkten Bezug zur Revolution von 1917 genommen hat. Damit hat er der ganzen Angelegenheit eine Bedeutung beigemessen, die ihr nicht zukam. Es ist eben kein Bürgerkrieg entstanden und das war auch überhaupt nicht die Absicht. Es war auch offensichtlich nicht die Absicht von Prigozhin, gegen Putin vorzugehen, sondern seine Angriffsziele waren Shoigu und Gerasimov. Er hatte möglicherweise sogar gehofft, dass Putin unter diesem Druck, den er erzeugte, sich bereit erklären würde, diese beiden abzusetzen. Er hat ja sogar gefordert, dass sie ihm ausgeliefert werden. Also da hat Putin gravierende Fehler gemacht und es ist zweifellos so, dass seine Autorität wahrscheinlich nicht so sehr in der Bevölkerung, aber doch in den Streitkräften darunter gelitten hat. Die weitergehenden Spekulationen, dass also demnächst der nächste Aufstand kommen könnte und dass Putin gefährdet ist und dass er Anfang vom Ende ist, das sehe ich nicht. Rechnen Sie denn damit, dass Russland jetzt noch unberechenbarer wird? Das sehe ich eigentlich auch nicht. Putin ist eigentlich ein sehr kühl kalkulierender Mensch. Und er weiß genau, dass jede Eskalation in diesem Krieg auch Gefahren für Russland bedeutet. Also er will den Krieg gewinnen, er will seine Ziele erreichen. Seine politischen Ziele erreicht er ohnehin nicht, das wissen wir ja, denn die erreicht niemand in diesem Krieg, also weder Russland noch die Vereinigten Staaten und schon gar nicht die Ukraine. Aber er will wenigstens diese begrenzten Ziele erreichen, nämlich die Konsolidierung dessen, was er erobert hat. Das ist sein primäres Ziel und er wird dieses Ziel nicht dadurch gefährden, dass er eskaliert. Das Problem mit dieser immer beschworenen Eskalation ist ein ganz anderes. Das liegt einfach darin, dass sich Dinge ereignen, die zu einer Automatik führen, zu einer Eskalation, automatischen Eskalation sozusagen führen, die nachher nicht mehr unter Kontrolle zu kriegen ist, politisch nicht mehr unter Kontrolle zu kriegen ist. Und das ist ein Appell, glaube ich, den man an beide Seiten in diesem Krieg richten muss. Herr Kujat, Sie sind ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses in Litauen. Genau da findet das NATO-Treffen im Juli statt. Wie stellt sich die NATO denn jetzt genau auf Russland ein, nach dem, was alles am Wochenende passiert ist? Naja, ich denke, dass das keine unmittelbaren Auswirkungen hat. Wir haben ja, wenn ich wir sage, dann spreche ich immer noch von der NATO. Die NATO hat ja die Ostflanke deutlich verstärkt. Da muss ich auch sagen, in erster Linie natürlich durch die sogenannte NATO Response Force, die ich mal gegründet habe, also eine schnell verfügbare Einsatztruppe. Das muss man sicherlich weiter ausbauen. Das ist einfach eine Vorsorgemaßnahme, ist auch eine Abschreckung natürlich für den Fall, dass es tatsächlich zu einer Eskalation käme, was ich nicht erwarte, aber was man niemals völlig ausschließen kann. Also da müsste sicherlich noch einiges getan werden. Was ich wirklich begrüßen würde, ist, wenn man die Streitkräftestruktur, so wie sie jetzt ist, also nicht nur die Verbände, die jetzt an der Ostgrenze stehen, sondern die Streitkräftestruktur insoweit stärken würde, beispielsweise, indem man dem polnischen Korps in Stettin, das ja die Aufgabe hätte, in erster Linie die Verteidigung des NATO-Bündnisgebietes mit zu übernehmen, wenn man diesem Korps auch aktive Verbände unterstellen würde,
es wirklich zu einem Korps machen würde, das völlig voll einsatzbereit ist, und zwar in kurzer Zeit. Das wäre eine vernünftige Maßnahme und vor allen Dingen auch, dass man die Einsatzbereitschaft der übrigen Verbände erhöhen würde. Denn das, was wir an der NATO-Ostgrenze bisher stationiert haben, das sind keine Verbände, die wirklich eine gesicherte Verteidigung durchführen können, sondern die verzögern können, eine Art, ich würde fast sagen, eine Art Stolperdrahtfunktion haben, aber die nicht die Verteidigung vollständig übernehmen können. Jetzt gab es ja kürzlich das NATO-Manöver Air Defender. Wie fit ist denn die NATO Ihrer Einschätzung nach momentan noch? Also wie sicher sind wir auch? Was konnte man aus diesem Manöver ablesen? Naja, das Manöver hat gezeigt, dass wir zumindest in diesem Bereich, nämlich in der Luftverteidigung, jedenfalls was die luftgestützte Luftverteidigung betrifft, gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Aber die bodengestützte Luftverteidigung, da muss noch einiges getan werden. Aber darüber hinaus muss man eben auch sehen, dass die NATO sich sehr, sehr verändert hat gegenüber der Zeit des Kalten Krieges. Also wenn Sie beispielsweise die Stärke der amerikanischen Streitkräfte in Europa betrachten, dann hat das überhaupt nichts mehr zu tun mit dem, was wir hier in der Vergangenheit hatten. Damals war es eben so, dass wir auch unabhängig von den Streitkräften, die hier standen, zwar amerikanische Korps und auch in der Türkei und überall waren ja Kampfverbände stationiert, aber darüber hinaus gab es eben auch die Lagerung von Waffen und Material in Deutschland. Und im Falle eines, dass Spannungen entstanden oder wenn es tatsächlich zu einem Angriff gekommen wäre, hätte man amerikanische Verstärkungskräfte sehr schnell innerhalb von Stunden über den Atlantik hier rüberfliegen können und hätte sie sofort ausrüsten und in ihre Verteidigungsräume schicken können. Wenn es tatsächlich zu einem Krieg zwischen der NATO und Russland käme, dann würde es 4 bis 6 Monate dauern, bis hier überhaupt genügend amerikanische Kampfverbände in Deutschland oder in Europa überhaupt ankommen würden. Das ist eine große Lücke, die da entsteht. Und die Europäer müssen nun sehr, sehr viel tun, um von sich aus diese Lücke zu schließen. Wovon gehen Sie denn aus, was bei diesem NATO-Gipfel herumkommt? Die Spannbreite reicht von Garantien für die Sicherheit der Ukraine bis hin zu einem NATO-Beitritt der Ukraine. Und da haben sogar ja einige gefordert, die Ukraine müsse während des Krieges schon beitreten, denn das würde Russland abschrecken. Das würde aber bedeuten, dass in der Minute, in der die Ukraine der NATO beitritt, die NATO sich im Krieg gegen Russland befinden würde. Ich glaube, das will niemand. Aber auch die Frage, was passiert nach dem Krieg, kann die Ukraine dann Mitglied der NATO werden? Der Bundeskanzler hat ganz klar gesagt, es gibt einige Hürden, eine Voraussetzung, die die Ukraine nicht erfüllt oder noch nicht erfüllt. Das bezieht sich auf die innere Verfasstheit der Ukraine. Denn der NATO-Vertrag fordert eine wirkliche Demokratie, die Freiheit der Person, die Herrschaft des Rechts, das alles ist ja in der Ukraine nicht gewährleistet. Die zweite Seite der Medaille ist aber auch, wie viel würde sich eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO einfügen in eine europäische Sicherheitsarchitektur? Und da muss man eben sehen, dass auch hier der NATO-Vertrag, Nordatlantik-Vertrag, ganz klare Bedingungen aufgestellt hat. Der Zweck der NATO ist es nicht, einen Nicht-Mitgliedstaat zur Mitgliedschaft einzuladen, um ihm Sicherheit zu gewähren, sondern der Zweck der NATO ist es, die Sicherheit der Bündnispartner untereinander zu gewährleisten. Das heißt, es ist ein Bündnis gegenseitiger, kollektiver Sicherheit. Und die Frage ist, wäre die Ukraine überhaupt in der Lage, den anderen Mitgliedstaaten die Sicherheit zu gewähren, die diese Staaten dann der Ukraine gewähren würden? Und die Antwort ist doch eindeutig nein. Denn die NATO würde ja mit der Ukraine
einen Kriegsgrund mit Russland in die Allianz importieren. Deshalb scheidet auch dies jedenfalls für die vorhersehbare Zukunft. Nichts ist endgültig auf dieser Welt, aber für die vorhersehbare Zukunft aus. Ganz herzlichen Dank, Harald Kujat, dass Sie heute bei uns waren und uns Einschätzungen gegeben haben. Gerne.